Smokers. Wir von Pot Smokers vergleichen heute die SKS 650 mit der Kaya PNX 660 von mir. Und würde ich mal sagen, gehen wir mal los, oder? So, also wir fangen, denke ich mal, an mit der Bowl von unten nach oben. Meine Bowl hat ein sehr grobes Gewinde und braucht dadurch halt wenige Umdrehungen, bis die Bowl oder beziehungsweise die Base festsitzt. Meine hingegen hat ein sehr feines Gewinde, hat den Nachteil, man muss öfter drehen, ich glaube 32 Umdrehungen sind das. Ja, das ist der einzige Nachteil, wie ich ihn sehe, meiner. Na gut. Ja, dann gehen wir weiter zum Tauchrohr. Mein Tauchrohr haben wir gerade verglichen und gemessen, hat einen kleineren Umfang und ist auch ein wenig kürzer. Mein Tauchrohr hingegen hat einen etwas weiteren Durchmesser, genau 2 cm, ist etwas kürzer als die von der SKS, hat natürlich einen etwas besseren Durchzug durch den höheren Durchmesser. Und das ist ein weiterer Vorteil meiner Kaya, würde ich einmal sagen. Ja, wir sind jetzt bei der Base. Ebenfalls das Gewinde sehr grob, wie auch schon zuvor. Und ich benutze jetzt speziell eine Plastikkugel, die bei der Lieferung enthalten war. Kann ich auch nur empfehlen. Meine Base ist genau wie die gleiche. Ich habe ein sehr feines Gewinde, habe hingegen aber eine Metallkugel, die standardmäßig dabei geliefert ist. Ja, das reicht auch schon. Bei dem Tauchrohr im Prinzip dasselbe wieder. Sehr feines Gewinde. Allerdings ist bei der Rauchsäule unten das Gewinde ein bisschen länger als bei der Kaya. Zu meiner Rauchsäule kann ich sagen, die ist handgeblasen. Das vergessen die meisten, weil die ist etwas schief. Natürlich, weil sie handgeblasen ist, kann man nie so perfektionieren. Ich empfehle dazu, ein Gummi zu kaufen. Da kann man ganz gut über den Adapter klemmen. Da sitzt sie immer Spack und ermöglicht somit einen festen Stand und verhindert. So, also zum letzten Teil von der Shisha. Der oberste Anschluss ist bei mir wieder sehr, sehr grob, aber allerdings ganz schön lang. Aber das Stück selber im Vergleich zur Kaya kommen wir gleich. Ist ganz kurz. Genau, meins etwas länger, hat natürlich einen Vorteil bei Naturköpfen. Da kannst du etwas größere Naturköpfe draufsetzen, zum Beispiel eine Ananas. Die ist ja sehr groß, dafür ist das natürlich ideal. Ja, dann bauen wir das Ding mal zusammen, machen ein Köpfchen fertig, ja, und schmeißen die Lunte an, wa? Ja, Marvin, was macht denn jetzt die Kohle? So Jungs, jetzt zeige ich euch mal, wie wir die Kohle anmachen. Wir benutzen dazu ganz normal eine Tom Kokocha-Kohle und einen normalen Elektrogrill. Ich mache jetzt einfach mal 7 Stücke Kohle, weil wir haben ja 2 Pfeifen gleich zum Rauchen. Wir legen die mal ganz eng beieinander. Also wir fangen jetzt an mit dem Köpfchenbau. Ich rauche von La Alina Kaugummi Zimt oder auch Lazuri. Misch den Tabak noch mal ein bisschen durch, ist jetzt auch nicht mehr so viel da. Zerkleiner den schön. Und mach den Kopf damit schön voll. So, ich fülle den etwa immer nur zur Hälfte, weil ich der Meinung bin, dass weniger einfach manchmal mehr ist. Und dazu packe ich von Brohood den Phoenix. In meinem Fall benutze ich von der Alina Gold einen Shot, und zwar Blueberry Grape. Ich bin sehr überzeugt von diesem Tabak. Backe auch ein bisschen da rein.
beachte dabei, dass ich den Tabak schön flockig da reinlege, damit die Löcher nicht zu verstopft werden und somit den Durchzug verschlechtern. So, das Ding ist voll. Mein Kamin ist von Kaya, sogenannte Bird Hunter. Bin auch sehr überzeugt von. Das ist das Ding mal drauf, ne? Ja. Hast du jetzt nicht gesehen? So, so. Fehlt nur noch die Kohle, würde ich genau sagen. So Leute, wir haben jetzt noch hier einen Windschutz gebaut, den man sich ganz einfach aus Alufolie bauen kann, damit die Kohle viel schneller fertig ist. Und als Transportmittel nehmen wir einfach einen alten Topf oder eine alte Pfanne, weil die Kohle mit der Hand tragen nicht empfehlenswert. So, also Kohle ist jetzt drauf, wir warten noch ein, zwei Minuten. Bis der Tabak sich an die Hitze so ein bisschen gewöhnt hat und dann legen wir los. Also wie gewohnt beim Phoenix 3 Kohlen, beim Bird Hunter diesmal auch nur 3, damit wir halt einen direkten Vergleich schaffen können. Wir legen jetzt mal endlich los mit dem Anziehen. Beim Anziehen darauf achten, dass man anfangs halt nicht zu feste zieht und den Tabak dann in die Rauchsäule oder die Löcher verstopft. Und halt darauf achten, dass man lange und gleichmäßig zieht. Genau. Am besten man zieht erstmal durchmäßig, damit der Tabak schön auf Temperatur gebracht wird. Und so danach auch schön qualmt, ne? Yes. Erstmal schneller an, kann natürlich am Tabak liegen oder auch am Aufsatz, am Kamin. Man hört schon beim Ziehen einen deutlichen Unterschied, da meine, ich würde vermuten, mindestens doppelt so laut ist als die Kaya von Georg. Hat aber an sich keinen Unterschied mit dem Durchzug zu tun. So wie bei mir eben der Fall ist. Du sagst es. Ja, da kommt es auch schon. So, also bei mir fängt jetzt langsam der Tabak an, ein bisschen stark zu schwenken. Ich tue jetzt die Kohle etwas weiter weg, nahe des Randes. Und jetzt kann ich loslegen. Hat natürlich schon sehr dichten Rauch, vollen Geschmack, schmeckt hervorragend. Etwas mittiger, etwas näher zum Kamin, dann ist die Hitzeverteilung etwas intensiver und ermöglicht somit ein schnelles Anrauchen und schnelles Erhitzen des Tabaks. So, wenn wir stark nach Kohle schmecken oder Tabak etwas abgebrannt, kann man natürlich die Kohle etwas weiter außen schieben. Ja, natürlich nicht so stark. Nice. Also ich habe etwa eine Minute gebraucht, um den Tabak anzuziehen. Habe halt jetzt, wie gesagt, den gewohnten Geschmack, volle Rauchentwicklung
und Knallgas. Jetzt müssen die Kohlen etwas weiter mittig, damit die Hitze noch ein bisschen mehr gestaut wird und intensiver den Tabak angreifen kann. Ich natürlich persönlich finde es sehr, sehr schön, diese Glaswachsäule ist etwas exklusiver als von meinem Bruder hier links. Und ermöglicht natürlich zu sehen, wie der Rauch natürlich dadurch geht. Finde ich sehr schön, macht einen schönen Eindruck, sehr exklusiv. Kommen wir zum Fazit. Ich kann meine Lunte nur empfehlen, die Kaya PNX660. Ist etwas exklusiver durch die Rauchsäule. Ich sag mal, ist nicht so geeignet zum für unterwegs. Kann natürlich schnell kaputt gehen durch das Glas. Empfehle ich sehr für zu Hause zum Rauchen, da sie einfach sehr schön aussieht. Ich habe jetzt noch einen großen Teller gekauft, damit wenn die Kohle mal runterfällt oder wenn sie doch mal runterfällt, wird sie gut gefangen. Fällt ihr auf den Teppich. Und wie man sieht, kann er doch ganz gut. Kommst du zum Fazit, wa? Ja, also zu meiner Pfeife, liegt in der Preisklasse 75 Euro, muss ich sagen, war im Angebot, ohne Zubehör natürlich, ohne Kopf und Schlauch. Ist zum Outdoor-Rauchen ziemlich empfehlenswert, das Glas ist ziemlich dick, kann hier auch in der Rauchsäule, Base etc. kaum kaputt gehen. Riesenvorteil gegenüber der PNX finde ich, das Gewinde ist eben sehr grob, dadurch auch nicht schnell kaputtbar. Und auch so ist die Pfeife vom Durchzug wunderbar. Was ich auch noch von Vorteil finde, ist der Durchzug optimal. Und das laute Blubbern finde ich eben auch sehr von Vorteil. Ich habe noch hinzugefügt, meine hat 113 Euro gekostet, ohne diese ganzen Zubehör. Der einzige Vorteil war, hier waren direkt 4 Adapter dabei. Das ist jetzt nicht standardmäßig bei der SKS. Das war ganz schön. War leider kein Kopf dabei, kein Standardkopf, keine Dichtungen und kein großer Teller. Aber so im Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich das sehr gelungen und ein sehr fairer Deal. Kann ich nur ein positives Feedback geben, nur zum Fehlen. Ja, also das war's vom direkten Vergleich der Kaya 660 und der SKS 650. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie uns beiden. Und Potsmokers wünsche euch einen schönen Tag zum Rauchen und angenehmen Rauch. Wir sehen uns. Immer liken, Mädels und Jungs.